Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die von Liebe, Tod und Freiheit Box von Santiano. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch der Link zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Von Liebe, Tod und Freiheit von Santiano aus dem Jahr 2015. Wir haben hier eine blaue Box, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Hier diese Schweißnaht eignet sich ganz gut. Jawohl. So. Und auf der Folie drauf hatten wir dann hier noch einen FSK 0 Hinweis. Also in dieser Box werden wir dann wohl auch eine DVD vorfinden. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine blaue Box. Oben lesen wir Santiano, also der Name der Band. Dann lesen wir hier von Liebe, Tod und Freiheit in so einer Schriftrollenoptik. Und hier unten haben wir dann noch in einem Hochglanz einmal diesen Totenkopf hier mit diesen Ornamenten darunter. Und auch dieser fasst hier den Bandnamen ein, Santiano. Sehr schön gemacht. Auf der Seite lesen wir hier unten wieder die Band und den Albumtitel. Und ansonsten ist das hier komplett in Blau gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann hier exklusiver Inhalt. Limited Deluxe Edition mit CD und DVD. CD von Liebe, Tod und Freiheit Special Edition inklusive 5 neuen Titeln. Die DVD Best of Wacken Open Air 2014 und 2015. Live und Videoclip Collection. Skatkartenspiel, Halskette, Bandana und signierte Autogrammkarte, Credits und Barcode. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal öffnen. Wir haben hier eine reguläre Klappbox, geht hier seitlich auf. Dann haben wir hier einmal Steuerbord Boutique. Okay, also so ein Merch, beziehungsweise ja, so eine Infobroschüre, kommen wir dazu noch. Dann die Autogrammkarte, das Skatspiel, das Bandana, das dürfte dann wohl diese Halskette sein, in diesem Stoffbeutel und natürlich das Album an sich inklusive DVD. Von innen die Box, auch hier alles in Blau gehalten und wir haben hier unten dann noch so einen kleinen Einsatz, wo das Ganze festgehalten wurde, also speziell das Album wurde hier dann eingefasst. Dann machen wir die Box mal zur Seite und nachdem das Album auch noch eingeschweißt ist, werden wir auch dieses Mal aus der Folie befreien. So, jawohl. Gut, wir haben hier ein Digipack. Es ist das dritte Album von Santiano. Wir haben hier die 5 Herrschaften, die diese Band bilden und es sieht so aus, als wären die hier in einer Wüste oder in einer Sandlandschaft und würden hier mit vereinten Kräften ein Boot durch den Sand ziehen. Also es hat hier jeder der Herren irgendwie so ein Seil oder so ein Tau in den Händen oder um die Schultern und sie ziehen hier gemeinsam an diesem Kahn. Deluxe Edition, CD und DVD lesen wir hier, Santiano von Liebe, Tod und Freiheit. Und dann haben wir noch den FSK-Hinweis. Allerdings, leider, ist er hier aufgedruckt. Das finde ich schade. Hätte man eventuell auf die Folie anbringen können oder wenn schon hier, dann irgendwie mit einem Sticker lesen können. Naja, okay. So sieht das von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracks. Wir haben hier 13 an der Zahl plus Bonustitel. Also 5 Bonustitel kommen noch dazu. Und dann die DVD Best of Wacken Open Air 2014 und 2015. Okay. Dann auch hier wieder die 5, in diesem Fall von der Seite. Und hier unten dann wieder Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier in der Mitte einmal das Booklet. Jawohl. Also wir haben hier nochmal die gesamte Titelliste. 13 hier vermerkt. Dann haben wir hier noch die Bonustitel und dann noch einzelne Credits. Wer hat hier produziert, wer hat welches Instrument gespielt, das alles kann man hier dann entsprechend nachvollziehen.
Jawohl, und das gefällt mir schon mal richtig gut. Und zwar haben wir hier einerseits Fotografien als auch Lyrics. Bedeutet, wir haben hier wirklich Wort für Wort die entsprechenden Titel abgetippt. So sieht das aus. Und hin und wieder kommen uns dann auch noch Fotografien entgegen, die uns hier die Bandmitglieder einzeln näher bringen. Jawohl. Also, rein von der Booklet-Gestaltung gefällt mir das richtig gut. Ein sehr schönes Booklet. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch die Info zur DVD, was sich auf dieser DVD befindet, beziehungsweise was für Lieder hier gespielt wurden. Live 2014, dann darunter 2015. Und dann haben wir noch die Videoclip Collection. Also hier gibt es dann noch die Videoclips obendrauf der einzelnen Lieder. So, dann hier noch die Infos zur Band und zum Label und natürlich auch eine Danksagung. Gut, dieses Bild gibt es zum Abschluss dann noch. Dahinter kommt dann der Anker zum Vorschein, so das Santiano-Logo. So, dann machen wir das hier mal wieder rein. Dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus. Auch hier wieder die fünf Herrschaften vor einem klaren Himmel. So sieht das aus. Da sehen wir gerade hier den Strand, so eine Felsenlandschaft. Und dann haben wir noch die DVD. Hier auch wieder die fünf Herren abgebildet. Und auch hier wieder diese Felsen in der Meeresbrandung. Gut, das Ganze, wie gesagt, in einem Digipack. Dann haben wir mit dabei ein Bandana. Passend zum Album-Artwork ist dieses in Blau und Weiß gehalten. Und wir haben hier auch wieder den Albumtitel plus den Bandnamen stehen. Links und rechts dann die Totenköpfe, darunter dann eine Sanduhr. Das Ganze ist dann noch rundum mit diesen Ornamenten verziert. Das Ganze ist einseitig und wir lesen hier dann noch 100% Baumwolle, One Size Fits All. Das Ganze ist von Sonar Clothing GmbH und ist made in China. Grüße gehen raus. Dann packen wir dieses Bandana mal wieder zusammen. So, so, so. Dann kommen wir zu dem Kartenspiel. Das kommt hier auch wieder in so einem blau-weiß gestalteten Karton. Kartenspiel Skat, französisches Blatt lesen wir hier. So, für alle Steuermänner und, also nein, für alle Steuermänner auf hoher See. Aber auch für die Landratten und Süßwassermatrosen unter euch das Santiano-Kartenspiel. Es vertreibt bei Flaute die Langeweile und bringt Freunde, Familie und die ganze Mannschaft an den Kajütentisch. Viel Spaß beim Spiel und zack, ahoi. Okay, das ist so eine kleine Widmung. Dann schauen wir mal hinein. Ja, wie erwartet ist dieses Kartenspiel dann auch nochmal extra verschweißt. Das können wir dann auch nochmal aufschneiden. Und dann schauen wir mal hinein. Also das ist so das Deckblatt. Und dann haben wir hier die einzelnen Karten, also wie man es kennt, Bube, Dame, König, Ass. Ah ja, okay, und die Asse haben dann hier noch so jeweils so vier Liedzeilen mit dabei. Hier zum Beispiel das Asskreuz. Was wir heute sind, hast du aus uns gemacht. Steh auf, denn da draußen bist auch du ein freier Mann. Der Horizont zeigt uns den Kurs und die Gezeiten schützen uns und wie sie die Fäuste dem Meer drohend ballen. Ah ja, okay. Wie ich sehe, haben wir wirklich, das waren jetzt nicht nur auf die Assen beschränkt, bis hinunter zu sieben, also alle Zahlenkarten, sage ich mal, haben hier diese Sprüche mit dabei und die Bildkarten, die haben es nicht. So sieht das aus. Beziehungsweise, was lesen wir hier? Die echten Altenburger Spielkarten. Okay, das dürfte wohl. Ja, das ist hier nur auf diesem Buben gebrandet. Also, wir haben dann hier noch so ein Kartenset von 7 bis Ass hier alles mit dabei. So sieht das Ganze von hinten aus. Schön gemacht. Dann packen wir das Ganze samt Deckkarte wieder rein.
So, dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Das ist in diesem Fall eine Autogrammkarte. Hier haben wir auch wieder die fünf Herren abgebildet. Allerdings, was ich jetzt leider feststellen muss, wir sehen, diese Autogrammkarte ist nicht unterschrieben, sondern hier lediglich bedruckt. Ja, das finde ich immer etwas schade, wenn man das Ganze nur bedruckt. Ja, kann man in diesem Fall nicht ändern. Was lesen wir hier? Air Force One Management. Live-Termine und Tickets unter Santiano.de. Okay, also hier nochmal kurz Info zu der Band. Dann haben wir eine Halskette und die kommt hier in so einem kleinen schwarzen Stoffbeutel, der hier dann auch nochmal verschnürt ist. Also rein mal von der Verpackung gefällt mir das gut. Dieser Stoffbeutel ist jetzt nicht weiter gebrandet und dann schauen wir mal, ob es rauskommt. Jawohl. Also wir haben hier dann so eine kleine Halskette, so ein Lederband und dann haben wir hier das S für Santiano um so einen Anker geschlungen und rundum dann noch so ein Boot bzw. so ein Schiffstau und auf der Rückseite dann noch ein Totenkopf und hier oben dann der Verschluss, also das ist so ein regulärer Halskettenverschluss, wie man ihn kennt. Dann kann man sich das entsprechend um den Hals hängen. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt, wobei es eigentlich gar nicht angeführt war, ich sehe es jetzt auch nicht wirklich als Boxinhalt, haben wir dann hier noch so eine Infobroschüre, die sogenannte Steuerbord Boutique. Ja, und wie zu erwarten, haben wir dann hier so Merchandise bzw. Artikel von Santiano. Hier die komplette Palette, was man alles von denen erwerben kann. Also vom Flachmann bis hin zu den Manschettenknöpfen oder zum Feuerzeug wird man hier fündig. So, dann gibt es dann sogar auch noch Weihnachtsangebote mit Bestellformular und auf der Rückseite noch die Tourdaten zur Santiano-Tour 2015-2016. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Broschüre, dann diese Halskette, die in diesem Stoffbeutelchen daherkommt, die Autogrammkarte, in diesem Fall die bedruckte Autogrammkarte im Querformat, dieses Skatset, dieses Kartenspiel, das Bandana sowie natürlich die DVD und das Album mit Bonustracks, insgesamt 18 Stück im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box von Liebe, Tod und Freiheit von Santiano. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Santiano unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.